So, hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um den STM32, also im weitesten Sinne Arduino. Und das wäre der hier mit der Blue Pill. Und den ST-Link, das ist der hier gerade so blau leuchtet. Und die Frage, wie debugge ich das Teil damit? Und was steht da eigentlich alles im Speicher? Kann ich das wieder rauskriegen, wenn ich da zum Beispiel meine WLAN-Daten habe? Sind die sicher? Oder wenn ich einen Sensor habe, irgendwo, ich sag mal, mit dem ESP32 draußen, oder dem und ein LoRaWAN, und da könnten mir geklaut werden, und da stehen meine WLAN-Daten drin, oder meine LoRaWAN-Daten, kann das jemand auslesen, wenn ich das jetzt nicht verschlüssele? Und sollte ich das deswegen vielleicht besser verschlüsseln? Also, wie ist die Sicherheit darum? Jo, angefangen habe ich mit einem kleinen Programm. Dieses Programm habe ich jetzt hier. Ich habe hier zwei STMs. Einmal den da, der jetzt sehr fröhlich leuchtet. Das ist einer mit STM32 Duino Bootloader. Da muss ich, zum Programmieren habe ich die beiden Jumper hier drauf. Und wenn ich nicht mehr programmiere und laufen lasse, also zum Laufen lassen kann ich es auch drauf haben, aber wenn ich debuggen muss, ich so runter tun. Sonst läuft der in den STM32 Duino Bootloader rein und da ist, steht nichts von Debug. Zumindest nicht, wenn die Jumper gesetzt sind. Der hier hat das ganz normale STM32 Bootloader Image drauf. Und den programmiere ich mit der Arduino IDE und den programmiere ich mit VS Code und der Plattform.io. Da kommt dann ein leicht anderes Kompilat raus. Den muss ich nicht extra jumpern, um ihn zu debuggen. Da kann ich allerdings auch nicht über das USB gehen. Der wird hier direkt über die ST-Link programmiert. Und den habe ich vorher hier über die USB und das Kabel hier programmiert. Dann habe ich die Jumper abgezogen und den jetzt angeschlossen. Da hat er Strom und läuft. So, und das Programm ist ein ganz einfaches. Das macht nichts anderes, als hier einmal den Status der LED zu halten in State. Ja, und dann fragt er ab, ja, auf was bist du jetzt gerade? Bist du an oder aus? Und dann sagt er, ja, mach mal das Gegenteil von dem du bist. Also wenn an bist, machst du aus und wenn aus bist, machst du an. Das führt dann zu einem Blinken, wo er dann immer eine Pause macht mit 250 Millisekunden. Also blinkt er jetzt, ja, zweimal die Sekunde, ne? Zweimal an, zweimal aus, dann ist die Sekunde durch. Das ist die Source. Das macht er. Und dann habe ich wegen der Sicherheitsfrage hier oben nochmal als globale Variable ein Username, wichtiger User und ein Passwort, geheimes Passwort genommen und das Ganze nochmal abgelegt hier im PropMem, damit wir beide Speicherbereiche haben. Und das hatte ich zuerst nur so und da habe ich gemerkt, ups, der Compiler optimiert das raus. Sprich, er merkt, oh, die Variablen brauche ich nicht, warum soll ich sie denn überhaupt im Speicher ablegen? Also muss ich sie einmal benutzen und da habe ich mir, was weiß ich, hier so eine Prozedur gemacht. Einloggen, der hier eine URL zusammenflickt. Zum Beispiel aus firmenserver.de, Administration, Login, PHP, User gleich den User, der übergeben wird und Passwort gleich das Passwort, was übergeben wird. Und dann wird das hier zweimal übergeben. Also dann wird es benutzt. Dann müsste es ja vielleicht irgendwo im Speicher sein und vielleicht wiedergefunden werden. Also dass wir es wiederfinden können. Jetzt gehen wir davon aus, das kennen wir gar nicht. Also machen wir das mal zu. Wir haben den Source Code nicht. Und wir wollen ran und wissen, ja, wir wollen den jetzt debuggen, obwohl wir den Source Code nicht haben. Und zwar mit OpenOCD. OpenOCD ist ein, ja, ein Programm
Das heißt Open On-Chip Debugger, mit dem man debuggen kann. Da gibt es auch eine Webseite zu, da stehen die ganzen Befehle drauf. Können wir mal aufmachen. Wenn ich hier OpenOCD, da findet man zum Beispiel, welche Adapter er kann. Wir haben jetzt hier den ST-Link, ne? Und dann haben wir hier den Namen und die Interfaces und so weiter. Und da muss man entsprechende die Sachen konfigurieren. Also ihr seht, das ist viel, 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 viel. Und noch mehr. Und die erste Aufgabe wird sein, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen und Connect hinzukriegen. Das hier ist unheimlich viel Zeug, auch alles irgendwie durcheinander. Aber ich habe doch schon mal was vorbereitet. Man muss das Ding nämlich eigentlich nur. Lass mal gucken hier. Wer ist das Ding? JTAG Debug. So. Nur richtig aufrufen. Haben wir die Plattform.io, also mit unserem VS Code installiert. Dann ist das Ding schon installiert, weil Plattform.io setzt auch auf den OpenOCD auf. Haben wir es nicht installiert, müssen wir hier halt nach OpenOCD.org und da gibt es irgendwo Download. Oder ihr geht auf meine Homepage, da ist es auch nochmal verlinkt. So, und dann können wir den nämlich aufrufen in diesem Pfad. Also ihr müsst jetzt hier nicht Admin nehmen, sondern euren Usernamen. Und dann sagen wir OpenOCD-F, also ein File, das ist STM32-ST-Link-Config. Ja, und da steht alles drin, wie das funktioniert mit dem ST-Link, den wir ja hier haben. Da steht dann drin das Protokoll, dass das ST-Link-Protokoll ist und die Hardware und der ganze Sums. Dann haben wir den schon mal hier auf unseren Adapter, den ST-Link, konfiguriert. Und dann müssen wir ihm noch sagen, ja, was wollen wir debuggen? Und da gibt es auch ein File, dieses Config-File. Das findet man übrigens auch in dem Pfad, in dem hier, ich glaube, unter, warte mal, da Scripts, nein. Irgendwo hier findet man das. Guckt auf die Homepage, da steht es nochmal, woher ich es kopiert habe. Homepage steht in der Beschreibung. Und da sind nochmal die ganzen Daten. Auf jeden Fall kopiert man die sich, dann steht da irgendein Sums drin, wie der denn jetzt hier angesprochen wird. Der STM32F1 gehört zur ARM-Familie. Dann weiß er, aha, ich habe es also mit dem ARM-Prozessor zu tun, der kennt die und die Assembler-Befehle und wenn da der Maschinencode, was weiß ich, BF ist in Hex, dann bedeutet das, was weiß ich, irgendein Compare-Befehl. Und so weiß er, wie er das umsetzen muss und weiß auch, welche Register der Prozessor hat und wie er die an welchen Adressen ansprechen muss, um die dann anzuzeigen. Muss uns eigentlich gar nicht groß interessieren, wie jetzt der OpenOCD intern funktioniert, sondern eigentlich mehr, dass wir hier die richtigen Files haben, was für uns hier ST-Link und STM32F1X ist. So, und dann können wir den aufrufen und würden das machen. Vielleicht mal ohne das More. Dann sagt er, aha, hier. Vielleicht sieht man das jetzt, dass der hier Polizei spielt und rot und blau abwechselnd. Polizeiauto, hier amerikanisches Police Car. Abwechselnd angehen. Das heißt also, er hat sich konnektiert. Der hier läuft erstmal weiter. So, und jetzt müssen wir, das habe ich mir auch reingeschrieben, eine Telnet-Session aufmachen. Probieren wir das mal. Lass mal hier rein. Starten das. So, und dann haben wir hier den On-Chip-Debugger. Jetzt gibt es Befehle. Und zwar, die habe ich auf meiner Homepage, habe ich euch die auch mal zusammengeschrieben. Mal gucken. Hier. Befehle. Genau. Da gibt es zum Beispiel
Vielleicht kriege ich das ja so hin. Ist das hier so am Rand? Und dann nehmen wir mal den nach da an Rand. Ja, und muss ich halt zusehen, dass ich hier in der Ecke, wo das Overlay ist, nicht zu viel hinschreibe. Also, der rennt jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rec angebe, um die Register anzuzeigen, dann steht da nichts drin. Den kann er nicht auslesen, weil sich die ständig ändern, die Werte. Also muss ich den erstmal anhalten. Das geht mit Hold. Dann sagt er mir, aha, ich habe das gehalten, also ich bin jetzt im Haltemodus. Und gibt mir hier den PSR, den PC und den MSP aus. Jetzt fragt man sich, ja, was ist denn das? Das sind Register. Zum Beispiel haben wir hier, schauen wir da, den PC. Ein bisschen größer machen. Ja, nicht so einfach. Wie verschiebe ich den jetzt wieder? Oh, wieder klein. Muss so reichen. Müsste man eigentlich ganz gut erkennen können auf HD. Der PC ist, wenn wir hier gucken, ist der hier. Das können wir jetzt nochmal ausgeben. Und dann sehen wir hier, im PC steht auch dasselbe drin wie da. Und der MSP steht dasselbe drin wie da. Und der XPSR steht auch dasselbe wie da. Das sind die Register. Und zwar, da hat das dann auch nochmal die ARM V7M-Register. Weil wir ihm gesagt haben, das sind STM32F103 oder F1X, weiß der jetzt, aha, diese Register hat der Prozessor und die muss ich anzeigen. Ja, jetzt ist die Frage, was können die Register? Das findet ihr ja auch auf meiner Homepage. Und zwar gibt's hier die ersten 13 hier, 0 bis 12, sind allgemeine Verwendung. Da kann ich, beziehungsweise im Programm, beziehungsweise macht das ja hier er, wenn er hier rennt, macht er daraus ein Assembler, also eine Maschinensprache, und benutzt dann die Register fröhlich. Und die darf man benutzen, die ersten 13. Die sind jeweils 32 Bit breit. Und dann gibt es noch den SP. Und dann können wir jetzt hier schauen, der SP ist der Stack Pointer. Na, wo haben wir es denn hier? SP ist der Stack Pointer. Das ist, er hat so einen Stapelspeicher. Da kann man Variablen drauflegen, zum Beispiel wenn man eine Funktion aufruft. Und dann wieder zurückholen. Da gibt es Assembler-Befehle, also mit Push tue ich die auf den Stack legen und mit Pop hole ich sie mir dann wieder. Und wo ist der Stack-Pointer? Und immer wenn ich was draufknalle, ja, der geht hier los. Ich lege, was weiß ich, 4 Byte oben drauf, dann geht der 4 Byte hoch und weiß, aha, da muss ich dann wieder das nächste hochlegen. Und das ist wie so ein Kartenstapel, da wird immer eins auf die andere Karte gelegt. Und das System heißt dann FIFO, First In, First Out. Das, was ich zuletzt auf den Kartenstapel draufgelegt habe, hole ich als nächste Karte auch wieder. Und dann geht der wieder 4 runter und so weiter und so fort. Das ist unser Stack und unser Stack Pointer. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie so eine CPU jetzt auf Maschinensprache-Ebene funktioniert, aber so ein ganz klein bisschen, damit klar wird, um was es geht. Dann gibt es das Link-Register, da steht drin, wenn ich in, da kann ich eine Speicheradresse ablegen, wenn ich in eine Funktion reinspringe und springe dann wieder zurück, dass der weiß, wo er hinspringen muss, weil nämlich dahin, wo er hergekommen ist. Und dann gibt es den Program-Counter, und der wird jetzt interessant, dieser Program-Counter, das ist da, wo das Programm gerade steht. Und ist hier auf 08000 6E4. Gut. Soweit, so gut. Jetzt können wir uns mal die Register anzeigen. Und jetzt könnten wir uns, jetzt mache ich das mal hier nach rechts, auch anschauen, wie das Programm denn weitergeht. Indem wir, also wir können uns erst einmal den Speicher anschauen. Das geht mit Mitglied des Bundestages, MdB, so merke ich mir das immer.
hier, ab dort und dann sagen wir mal 160 Bytes. So, das ist das Programm in Maschinencode, also 15 ist ein Befehl und das sind alles Befehle. Kann kein Schwein lesen, aber wir haben jetzt hier mit ARM das Assemble da, wo wir gerade sind, sagen wir mal 20 Befehle. Sagen wir mal 10, das reicht. Nein, sagen wir doch 20. Oh, ein bisschen mehr. Sehen wir jetzt, können wir reinschauen. Jetzt hat er mir das nämlich hier dechiffriert. Was hier B115 ist, also B115, ja, heißt in Assembler CBZ R5 bla bla bla. Beziehungsweise BF00 ist denn das nächste, okay. Das heißt CBZ, da könnten wir jetzt gucken. Das heißt, glaube ich, Compare and Branch if Zero. Also vergleiche diesen Wert mit 0. Ist der auf 0 gelaufen, dann springe an diese Adresse. Ich gucke mal hier. Da gibt's natürlich Dokumentation zu, hier bei Infocenter ARM.com. CBZ war es ja, ne? Compares against Zero and Branch. Ja, und dann kann ich hier nochmal drauf. Wer, das ist der Register und das ist das Label. Das heißt also, hier aus diesem B115 macht er, wenn er 5 auf 0 ist, dann gehen er bla 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 EC. Und EC ist hier. Dann macht er da weiter. So, und davor haben wir hier Branch, heißt also in jedem Fall jumpe wieder nach E4. Das sind wir hier wieder oben. Also, er macht hier die Schleife. Sob, top, 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 jump, top, 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 jump, top, 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 jump, top, 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 jump. So, bis er 5.0 ist. Und wenn er 5.0 ist, dann geht er nach EC, also macht er da weiter. Also er macht jump, 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 jump und irgendwann ist er auf 0. Was weiß ich jetzt? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, 0! Und dann geht er hier hin und macht den Rest. Und was macht er in der Dings? Das NOP heißt No Operation, also gar nichts. Däumchen drehen. Und Subs heißt, ich von R5 immer ein abziehen. Ja? Das kann man sogar so verstehen. So, jetzt können wir uns hier mal ins Register angucken. Ins 5er. Machen wir es. Da. Da stehen jetzt 2E3B drin. Also, ja, schon jede Menge. Können wir mal in Dezimal umrechnen. Was ist das? 2E3B. 2E3B sind Dezimal 11.835. 11.835 macht er mal Däumchen drehen und wenn er die abgedumselt hat, dann macht er da weiter. Dann werden hier die Register ein bisschen gemoved, dann wird hier wieder irgendwie von einem anderen Register was abgezogen und so weiter und so fort. Und ich nehme mal stark an, wir befinden uns. Wir haben es jetzt laufen lassen. Er ist ja eigentlich immer in dieser Weilschleife drin. Und das geht ratzfatz. Und das geht ratzfatz. Und hier muss er 52 Millisekunden warten. Da befinden wir uns drin. Und das ist auch diese Däumchendrehfunktion hier mit dem Knob. Da wird also ganz lang drin gewartet. Und wenn ich das habe, dann geht er ja nach E4, also nehmen wir da mal da, dann macht er wieder was und dann geht er hier nach 688 und das könnte man jetzt genauso anschauen. Ups, 688 war das, ne? Und da sehen wir, da ist er hier und da macht er auch jede Menge Zeug. Und so weiter und so fort. Es wird sehr kompliziert.
Aber ich schätze mal, er macht hier diesen Loop. Er muss ja 250 Millisekunden da verbraten. Und ich kann hier nochmal Resume machen. Mal und dann nochmal anhalten. Gehen wir nochmal R5 aus. Ist jetzt hier 49, 805. Das geht so schnell, kann ich gleich machen. Na, also 49,805 ist jetzt der höhere Wert gewesen. Nee. Also 300.000. Das reicht aber nicht, dass da irgendwie 250 Millisekunden weg sind, weil die ja irgendwie sehr schnell ist. Warte mal, 72 Megahertz. Also, dann kann er wahrscheinlich 72 Millionen Instruktionen pro Sekunde machen. Nehme ich mal an. Also müsste er dann für eine Viertelsekunde nicht bis, was hat man irgendwie, 200.000, sondern ewig hochzählen. Das schafft er in der einen Schleife nicht, also macht er sich mehrere Schleifen. Vielleicht hat es hier mit R4, wird dann, was weiß ich, bis zum Ende hochgezählt, 32 Bits sind, lass mich lügen, 4,3 Milliarden irgendwas. Das zählt er hoch, aber das reicht nicht, so viele Nops, also macht er R4 und das zählt dann auch nochmal hoch und R3 und da steht dann was anders drin und das hat er sich vorher irgendwie ausgerechnet, wie die Register dann irgendwie runtergezählt werden muss und zum Schluss kommt er da raus und hat den Befehl ausgeführt. So, jetzt sehen wir, das ist tierisch kompliziert. Ja. Erstmal den ganzen Sums hier. Nip. Den ganzen Sums hier verstehen, genau was macht denn der da? Und dann ist das ja diese Maschinensprache, also das ist jetzt wirklich auf die untersten Befehle, da gibt es zwar nur so ein paar von, runtergebrochen, mit denen kann man alles machen. Aber ja, es ist kompliziert zu verstehen, was dahinter steht. Das ist wie wenn ich jetzt eine Formel ausrechne. Eine mathematische und habe dann höhere Mathematik mit Formelzeichen und Blauzeug war, dann verstehe ich so ungefähr, was das soll. Aber wenn ich die jetzt zerlege in Plus, Minus, Mal und Geteilt, ne, und sagen wir das Mal, das wird dann auch nochmal in so und so viele Pluses zerteilt, die in der Schleife laufen, die, was weiß ich, 10 mal 10 sind 10 Schleifendurchgänge, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, dass ich hier unten dann gar nicht mehr sehe, was will der da oben dann? Also da muss ich mir ganz viele Befehle hier unten anschauen, um mir zusammenzureimen, was der denn da oben will. Und wenn ich noch nicht mal weiß, um was es geht, dann davon gehen wir jetzt gerade aus, weil wir haben ja gesagt, wir kennen den Source nicht. Dann kann ich mir jetzt hier vielleicht irgendwie, wenn ich noch länger mache, irgendwie zusammenreiben. Ah ja, ist er irgendwie in einem Delay. Jetzt kann ich hier gucken und den nächsten Branch gucken. Wo geht er denn raus? Und danach müsste er ja dann in das Hauptprogramm gehen. Und dann wäre er hier irgendwie bei dem While. Das wäre dann wieder ein, ja, das wäre einfach nur ein unbedingter Branch und dann wird er den State, dann wird er sich die Adresse holen und gucken, wo ist denn State und dann wird er einen digital Write machen, das ist nochmal unter Prozedur, da wird er reinspringen und dann wird er sich von LED Build In die sagt schon die IO-Port holen, ich glaube es ist die 17, ist zwar PC 13, aber in Assembler ist dann die 17. Und die haut dann in ein Register und dann ruft der Digital Read auf, also die Adresse, und dann kriegt er was zurück und hat das wieder in ein Register und wenn das Register wird dann wieder kopiert an die Adresse, wo State ist, und dann haben wir State. Und da ist es dann gespeichert. Und dann kommt der nächste. Und dann heißt, aha, jetzt fängt er hier an, aha, State, okay. Da ist jetzt, was weiß ich, eine 0 drin, dann muss ich das negieren, dann habe ich eine 1. Und dann muss ich hier wieder und so weiter und so weiter. Es ist ewig viel. Und es ist sehr, sehr mühselig. Ja, also da muss man richtig firm sein. Also was jetzt LDR und ORR,
Wüsste ich jetzt gar nicht, was das bedeutet. Müsste ich dann nachgucken. Ich habe mir mit einem 6502 Assembler gemacht, mit LTA, SDA, einen 68000er Assembler und einen 8088 Assembler oder 8086 Assembler. Und das ist halt alles wieder ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen haben die alle ähnliche Befehle. Und da kann man Tage drin verbringen, jetzt ungelogen Tage, um dann rauszufinden, was denn ist. Aber es gibt ja noch andere Befehle. Also, man kann sich ja den Speicher anzeigen lassen, habe ich euch da oben ja mal gezeigt. Da gibt dann mal hier die ganzen Bytewerte. Oder. Und das ist, womit wir dann die Sicherheitssachen vielleicht wiederfinden, auf einfachere Weise. Weil wir haben ja gesehen, dieses hier, dieses Disassemblieren und Reinschauen, da kommen wir auf keinen grünen Zweig, das können wir tagelang machen, dann kommen wir nicht weiter. Also das ist was, wenn man den Source Code hat, dann kann man da vielleicht mal irgendwie kurz reinschauen. Wenn es eine Subroutine gibt, die ein Assembler geschrieben hat. Ansonsten kann man, das ist einfach zu mühselig. Aber es gibt noch einen Befehl, jetzt mal kurz gucken, der heißt Dump. Ja, das war eigentlich das Interessanteste jetzt. Also, es gibt einen, der heißt, da machen wir das mal so. Kopiere das hier einfach raus. So, Dump Image, diese Images, das ist Blödsinn, das heißt Dump Image, ich weiß nicht, wo das S herkommt. So, STM32 Speicher.dmp, da sagt er, mach das Image oder einen ganzen Speicherbereich, hau mir doch mal bitte hier diesen ganzen Speicherbereich in STM32 Speicher, DMP. Und zwar von Adresse 0 und dann 131,72 Bytes, das sind genau 128k. Schupp, dann macht er das. Und das können wir uns dann mal anschauen. Was nehmen wir denn mal da? Ich glaube, den Hexad habe ich hier irgendwo an. Da habe ich das nämlich schon mal gemacht. Da ist er. Gut, dann haben wir hier die 128k. Ist nicht wahr? In Hex. Und können hier reinschauen. Hier ist dasselbe Programm drin. Und können hier so ganz langsam scrollen, ob da irgendwie was Interessantes ist. Am ASCII suchen wir dann irgendwelche Passwörter, suchen wir jetzt. Stehen da irgendwelche Passwörter? Oder wir suchen einfach mal irgendwie nach User. Aha, da haben wir doch was Interessantes. Was steht denn da drin? HTTPS, firmenserver.de, Administration, Login PHP, User gleich, %S, Pass gleich %S und dahinter steht gleich hier geheimes Passwort. Wichtiger User, geheimes Passwort 2, wichtiger User 2. Sprich, es steht komplett da drin. Und dann kann man sich dann vielleicht denken, dass das die Zugangsdaten sind. Na, man kann ja auch nach HTTP suchen, dann kommt man hier hin. Wenn man jetzt nicht nach User sucht, das ist jetzt natürlich ein bisschen einfach, weil hier Username drin steht, aber hier steht auch User drin und wird übergeben. Also nach Schlüsselwörtern kann man gucken. Ja, und dann sehen wir, ups, ich habe jetzt nur den Mikrocontroller, ich habe den Source Code nicht und ich kann hier diese wichtigen Passwörter rauslesen. Sprich also, wenn ich jetzt hier so einen ESP32 habe draußen, der die Temperatur lädt und die irgendwie sekündlich oder, ach Quatsch, minütlich an meinen Server schickt, über WLAN, da müssen ja irgendwo die WLAN-Daten drin stehen. Und wenn mir dann einer den Sensor mopst und das hier so debuggt, dann hat er mein WLAN-Passwort. Sprich also, wenn das mal gemopst ist, würde ich vorschlagen, WLAN-Passwort schnellstens ändern. Was witzig ist, ist auch, das ist mir auch aufgefallen, also hier stehen noch mehrere Sachen.
Infinity, so ein paar Symboldefinitionen. Hier FF ist, ich glaube, so kommt das vom Hersteller. Überall FF ist unbeschrieben. Was haben wir denn hier noch? Mal gucken. Ich hab's gefunden. Da stand ja irgendwie Alarm, it's Tea Time. Das ist nämlich noch ein altes Programm. Mal gucken, ob ich das noch finde. Ah, hier, da, schau. Ach Gott, was da nicht alles drin ist. Hier meine RFID-Reader, das ist ein langes Programm. Ne? Steht da noch drin. Und dann steht hier noch was drin von Date. Also mein RFID-Reader war wohl zuvor auf dem Chip. Und das ist noch drin. Langes Programm. Der schreibt er dann bis hier hinten rein. Also, wenn das jetzt das ganze Programm ist. Bis, was hat er bis hierhin geschrieben? So, und dann nimmt er ein anderes Programm, das neue. Das ist nur kurz, Systemprogramm hier. Und das, der Rest steht immer noch drin. Der wird nicht überschrieben. Der wird auch nicht gelöscht und steht da immer noch drin. Und irgendwo hatte ich hier, glaube ich, noch was mit Tea Time. Tea Time. Das ist aus dem, was ich als letztes drauf habe, aus dem VBAT-Test, ob das eine Fälschung ist. Da hatte ich ja alle auf was drauf, ob die dann, je nach Blinken habe ich es dann gesehen. Das ist da drin und wenn ich hier gucke, ach, da gibt es ja noch viel, viel mehr von jedem Programm, was ich da mal drauf hatte. Ne? Hier SD-Root, das ist meine SD-Kartenleser. Sind die ganzen Strings noch drin? Also, das ist eine komplette Historie und so lang war dann mein längstes Programm. Und das ist dann noch frei. Kann ich da alles nachschauen? Das war jetzt hier, hier, Debug-Test. Ich habe das Ganze aber schon nochmal. Das ist ja hier meine STM32 Bootloader STM32 Duino Bootloader Blooper, um Gottes Willen, die ich hier drüber bestücken kann, also flashen. Und hier habe ich die nicht drauf, und da ist das Originalteil drauf von STM, der Bootloader. Den kann ich darüber nicht flashen, sondern nur hier über den ST-Link. Und für den habe ich jetzt VS Studio, kann ich auch mal zeigen. Hier dasselbe in grün. Steht genau dasselbe drin. Oder ich habe das jetzt hier irgendwie noch abgeändert, aber ist noch das mit dem Firmenserver drin. Und wenn ich das jetzt flashe und debugge und ausgebe, also dumpe, habe ich auch gemacht. Gucken wir mal hier rein. Das ist nämlich dieser Speicherdump, glaube ich. Ja, genau. Da habe ich schon mal nach User gesucht. Und witzigerweise, ich dachte eigentlich, ich komme jetzt hier in User-Passwort, also in mein Dingsterbumster. Nee, aber hier steht drin C, Users Admin, Platform IO, Packages, Framework, Arduino, SD, SDM32, Cores, Arduino, Hardware, Timer, CPP, also irgendwelche Sourcen, die er eingebunden hat. Ich frage mich, was macht das im Binärcode? Das muss der Mikrocontroller doch nicht wissen, wo ich meine Sources her habe. Und schon gar nicht in welchem Verzeichnis. Es hat da überhaupt nichts dran zu suchen. Ich weiß nicht, warum Plattform.io das mit reinkompiliert. Keine Ahnung. Vielleicht sind das irgendwelche Debug-Informationen. Muss ich mal gucken. Habe ich erst gedebuggt und dann geflasht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier nämlich auch schon das normale Debug ausprobiert. Könnt ihr hier an den Breakpoints sehen. Könnte sein, dass das zusätzliche Debug-Informationen sind, damit er weiß, wo er nachschauen kann. Ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall findet man, wenn man hier Debug hat, wenn ich jetzt hier einfach nur kompiliere,
Naja, müsste ich jetzt mal umstecken. Probieren wir es mal aus. Oder ich erkläre euch das hier mal mit dem Debug und dann machen wir es nochmal, versuchen wir einen Release und keinen Debug zu. Das müsste eigentlich hier einfach so gehen. Einfach mit dem Upload, dann müsste ich ein Release haben, ob das da immer noch drin steht oder ob das an dem Debug steht. Auf jeden Fall plaudert ihr hier aus, wie euer User heißt. Ne? Hier, nämlich Admin. Und wenn ich jetzt, warte mal, ich Harald Schmidt heiße und habe auf meinem Windows-Rechner Harald Schmidt, ja, dann weiß jeder, der da reingucken kann, aha, den hat wohl mal der Harald Schmidt irgendwie programmiert, ne? Und ein bisschen tiefer finden wir hier wieder geheimes Passwort, wichtiger User, geheimes Passwort steht da also auch drin. Wenn man jetzt mal weitersuche, ist das F3 hier auch? Es ist. Da steht es dann nochmal drin, hier mit 2 oder mit 4 Leerbits dazwischen oder 3 wahrscheinlich irgendwie, um der Alignment hinzukriegen und schneller darauf zugreifen zu können, hat man das hier so ein bisschen ausgerichtet. Steht es nochmal drin? Mal gucken. Das war's, aber hier war, glaube ich, auch das Dings drauf. Hier auch Tea Time steht da drin. Und Karten. Leser nicht. Das ist also die Kartenleser-Dings da Bums, da hatte ich dann nur auf dem drauf. Ja klar, den hatte ich sonst immer als mein Test-STM32, bis ich rausgefunden habe, dass so eine Fälschung ist, an dass das V-Bat nicht funktioniert. Jetzt habe ich einen anderen. Hier ist ein Teildefekt sozusagen, eine Fälschung. Funktioniert nicht so ganz. Und da habe ich irgendwie alles Mögliche drauf gebrutzelt. Und den habe ich eigentlich. Ich benutze ja immer hier habe immer arduino.de.de, habe ich immer den hier benutzt. Und den habe ich hier über ST-Link und ich glaube, da habe ich zwei, dreimal was drauf gebrutzelt. Darum fing hier noch irgendwie hier Kompilierungszeit. Ne? Ja, jetzt interessiert mich das nur mit dem User, weil das hat ja eigentlich nichts damit zu suchen. Hier mit Users. Da suchen wir einfach nur mal nach User. So. Ne? User. So. Und jetzt muss ich den nochmal abziehen. Dann mache ich den mal besser aus hier. Und klemme den da und dass wir sehen, dass wir was geändert haben, machen wir mal hier irgendwie 500 raus. Und jagen das Ding da mal hoch. Ja, Building in Release Mode. Ich glaube, dass diese Pfade da drin sind, liegt daran, dass ich im Debug-Mode war, weil ich hier ins Debug habe. Das kommt im nächsten Teil, wie man das denn debuggt, wenn man den Source Code hat. Na, hier ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wie man ST-Link programmiert. Dass man hier Upload-Protokoll ST-Link machen muss. Bei dem anderen hatte ich ja den COM-Port angegeben. Und das Debug-Tool auch ST-Link. Und dann weiß der schon Bescheid. Den Rest via den OpenOCD, der da auch drin hängt, anzusprechen, dann weiß er dann. So, jetzt hat er es neu draufgeschrieben. Jetzt, ja, der hat leichte Probleme. Machen wir hier mal einen Shutdown. So, ist er zu. Und nehmen wir mal wieder neu auf. So, und dann nochmal ein Hold und ein Dump Image nach die neuer
dump.dmp031092 Kunden Open D. Ja. Meinetwegen auch so. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Wir machen Open. Neuer Dump. So, jetzt haben wir den neuen in Release. Aber mal gucken, ob das mit dem User da noch drin steht. Ja, was soll denn der Scheiß? Steht immer noch drin. Na, wenn wir hier gucken. Ich hab's doch hier Building in Release. Ach Gott. Wie steht denn das? Building in Release Mode. Okay, wenn ich das jetzt in Release Mode mache, dann frage ich mich doch, warum steht hier immer noch Users drin und Admin? Das hat überhaupt nichts zu suchen. Das sind Debug-Informationen oder was anderes, was da nicht reingehört, liebe Programmierer von Plattform.io. Gehört da nicht rein. Ja, damit schreien sie nämlich dann irgendwie von wegen, ja, der das programmiert hat, der heißt Admin. Und viele schreiben ja in ihren Klarnamen rein. Windows sagt ja, man soll seinen Klarnamen da reinschreiben. Ich meine, wenn man halbwegs intelligent ist, dann traut man Microsoft nicht so weit und gibt nur seinen Vornamen an oder wie ich nur halt einfach Admin. Das hat da einfach nichts drin zu suchen, schon gar nicht in der Release-Version. Ja, mal gucken, was wir noch unten finden. Da steht es dann nochmal. Passwort, Geheimnis. Aber ich schätze mal, der zweite Teil fehlt dann. Hier ist... Oder sind wir wieder oben? Jetzt sind wir wieder oben, ne? Unten. Gucken. Ne, da steht ja auch nochmal alles drin. Ich dachte, das wären Debug-Informationen, aber jetzt hat er einen Release gemacht. Es sei denn, es gibt eine Definition, dass in Release auch Debug-Informationen drin sind. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Also es scheint mir sogar so ziemlich genau dasselbe zu sein. Schauen wir mal. 41F0. Guck nochmal von vorne an. Das ist es ja auch gar nicht. 41. 4290 2D0. 43 nach oben scrollen oder 4250 ist egal. 42. Ein noch. Dann nehmen wir noch 43, wenn sie schon rund ist. Na komm, ein noch nach unten. Nee, steht was anderes drin. Weiß ich nicht, was er sich da gespart hat. Auf jeden Fall nicht viel in der Release-Version. Und, ja, gehört nicht rein in die Release-Version, so ein Zeug. Drum ist es die Release-Version. Und hier scheinen die ganzen Debug-Informationen oder keine Ahnung, warum man das hier rein nicht auch noch mit drin zu sein. Also, der schreit da noch mehr nach draußen, unser Plattform.io. Außerdem ist Speicherverschwendung. Jo, also, kann man recht schnell drauf kommen, was denn Wichtiges drin steht? Na, hier. Mit so einem Debugger. Das hier ist der ST-Link gewesen.
mit dem man natürlich dann nur ST-Mikroprozessoren von STMicroelectronics debuggen kann. Dafür ist das Ding unschlagbar günstig. Das hat irgendwie ein paar Euro gekostet in China, ist so ein Nachbau. Und selbst der originale ST kostet kein Vermögen. Ist halt nur ein bisschen klobiger. Dafür kann er wahrscheinlich auch mehr. Oder auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Es gibt aber andere JTAG-Interfaces noch. Und da kommt man dann mit einem anderen JTAG-Debugger, der dann ein bisschen allgemeiner gehalten ist. Und die OpenOCD dann auch unterstützt. Auch drauf. Und ich habe mir nochmal einen von J-Link, irgendwie Sega J-Link oder sowas bestellt. Der müsste eigentlich schon lange da sein, aber weiß ich nicht. Vielleicht ist die Post nicht so schnell in Corona-Zeiten. Und wenn ich den mal hab, dann will ich mir mal so eine WLAN-Steckdose greifen hier von Sonoff oder sowas. Die kann man ja scheinbar auch mit Tasmota flashen. Sprich, da müsste eigentlich ein JTAG-Interface drin sein. Und mal gucken, ob ich da drauf komme und dann den Speicher auslesen. Und mal gucken, ob mein WLAN-Passwort, das muss man ja da angeben, drin steht. Und vielleicht irgendwelche interessanten URLs von irgendwelchen chinesischen Servern, wo meine Daten hingehen. Da könnte man dann auch noch mal ein bisschen forschen. Also, will sagen, mit einem allgemeineren, teureren JTAG, das hat auch nur $10 gekostet, JTAG-Interface kommt man dann auch auf andere Peripherie. Und es ist doch mal ganz interessant zu forschen, sind meine Daten da sicher aufbewahrt? Na, der Sonoff? Oder hat er die jetzt irgendwie verschlüsselt oder unverschlüsselt? Und an welche URLs geht er da? Und vielleicht stehen da ja auch noch Parameter mit drin. Und dann kann man so ein bisschen gucken. Aha, ja, nee, das ist nicht ganz koscher. Lieber doch Tasmota drauf flashen. Oder, ach nee, ist schon okay. Ja. Und, ist doch ganz interessant. Nur das Deassemblieren und Step-by-Step durchdebuggen ist halt irgendwie extrem mühselig, wenn man den Source Code nicht hat. Aber da zeige ich euch im nächsten Teil, wenn man den Source Code hat. Warte mal, wo sind wir denn da? Wenn man den hat, und wenn ich nämlich jetzt hier drauf drücke, dann macht dann Debug mit Debug-Information. Vielleicht macht er das Thema, was steht das da drin? Egal. Dann macht er eins mit Debug-Information und dann muss ich nämlich nicht in die ganzen Speicheradressen nachschauen, sondern ich kann hier zum Beispiel Watts machen auf State und dann zeigt er mir an, was da drin steht. Und ich kann hier direkt stoppen auf den Zeilen, ohne groß. Wir hatten es jetzt gerade so irgendwie im Assembler-Code. Irgendwo hängen wir da wahrscheinlich in der Delay-Schleife. Jo. So, das als Ausblick zum nächsten Teil. Aber heute ging es ja mal darum, debuggen, wenn man den Source Code nicht hat. Und ich glaube, ich habe euch da jetzt so ziemlich alles erzählt. Und im nächsten Teil erfahrt ihr dann das, was ich gerade gesagt habe. Und ich würde mich freuen, euch da wieder zu sehen. Ja, und würde sagen, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Guckt auf meine Homepage. Da stehen nochmal die wichtigsten Befehle, die Register und alles, was man hier ungern per Wort erzählen will. Und Links, die stehen alle drin. Die Homepage, den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Hier unten könnt ihr klicken. Ach so, das seht ihr jetzt wahrscheinlich wegen dem Overlay nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Und dann auf Abonnieren, auf die Glocke. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn mein nächster Teil dann draußen ist. Dann verpasst ihr nichts. Jo, das war's für jetzt und heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.